Es braucht jede Unterstützung in Basel. Da stellen sich die gesperrten Adams, Chaka und Börcher kurzerhand auch mal in die Muttenzer-Kurve. Coole Aktion. Alle drei waren am Donnerstag mit dabei. Insgesamt 5 Wechsel verglichen mit dem Fiorentina-Spiel. Kümmern wir uns um jene, die dabei sind. Dazu gehört neben Captain Frey auch Andy Zekiri. Er darf für Amdouni ran und hat sie, die erste gute Chance des Spiels. Vereitelt durch Renato Steffen, einer, den sie hier in Basel in guter Erinnerung haben. Lugano mit mehr Spielanteilen, Basel mit Standards. Calafiori wieder heiß, gut von Saipi. Aktion aber unterbrochen, Offensivfoul angezeigt. Wäre bei einem Treffer sicher nochmals gecheckt worden. Während 2 Dritteln der Zeit hat Lugano den Ball. Renato Steffen, das ist gut gemacht. Und das, was er macht, ist noch besser. Ali Seda, ja, der wird froh sein, dass Steffen sowieso im Abseits stand. Dan Ndoi, der fehlt heute mit Oberschenkelproblemen. Über die Außen kommt daher Anton Kade. Der wird hier von Diouf gesucht. Kade. Und der bucht einen Assist. Andy Zekiri mit der Führung. 1-0, 35. Minute. Zekiri, der ist frisch in den Beinen und im Kopf. Offside? Nein, war's nicht. Alles korrekt. Der Präsident hat vorgerechnet. 3 Spiele gleich 9 Punkte gleich Europa. Arithmetisch nachvollziehbar, aber wie hat Karl-Heinz Rummenigge einst gesagt, Fußball ist keine Mathematik. Trotzdem geht die Rechnung zur Pause auf, dank ihm. Zweite Halbzeit. Ballgewinn Dumbia. Und dann spaziert er einfach mal durch Basels Hälfte. Bedient Cella. Ali Seda, Top-Chance, beste Aktion von Lugano in dieser Partie. Da ist alles offen, Ali Seda aber verzieht. 47. Minute. Die Antwort der Basler. Mit Frey. Mit Augustin. Und mit Kade, der hat da mal Zeit, der Deutsche. Aber nein. Lugano hat in der Pause 2-mal gewechselt, ist nun offensiver aufgestellt und kommt plötzlich zu Chancen im Minutentakt. Renato Steffens Kopfball. Folgt ein Abschluss Usman Dumbias, das alles in den ersten 7 Minuten nach der Pause. Lugano steht deutlich höher. Das birgt natürlich ein gewisses Risiko. Fabian Frey und Darijan Maleš, der hat da Platz und vor allem noch mehr Zeit. Darijan Maleš, der trifft. Wird aber in seiner Freude gebremst. Abseits und das ist korrekt. Lugano hat weiter mehr den Ball, hat mehr Abschlüsse. Und einen Mattia Bodani, der erst kurz in der Partie ist. 74. Minute. Lugano ist dran. Und macht immer munter weiter. Im Wissen, dass die Beine der Basler nicht leichter werden. Steffen abgelenkt. Super Reaktion von Marvin Hitz. Pelmar, der lenkt da noch ab. Hitz aber bisher mit einer ganz starken Partie. Schon 9 Abschlüsse hat Lugano alleine in der zweiten Halbzeit. Und das Zählen geht weiter. Zeller, Amura, was lassen die da bitte alles liegen? Mohamed Amura, 78. Minute. Boah. Die Frage, wie lange geht das gut für den FCB? Freistoß, Renato Steffen.
Und der flutscht da einfach durch, da war gar keiner mehr dran. Steffen will im Joggeli nicht groß jubeln. Und bei Basel, da schaut jeder, was der andere macht und niemand macht irgendwas. 1:1. Kurios der Treffer, aber den haben sich die Tessiner dann schon auch verdient. Schlussphase. Basel leidet. Steffen wieder, er schickt Amura an der Grenze zum Abseits. Spiel geht aber weiter. Amura ganz alleine gegen Marvin Hitz und er macht ihn nicht. Er scheitert. Gibt's doch nicht. Kleiner Trost für Amura. Es wäre Abseits gewesen. Gegen Ende wird's dann noch wild. Saipi und Galafiori geraten aneinander. Gibt Gelb für Saipi und Gelb-Rot für Galafiori. 1:1. So steht's am Schluss. Zu wenig für Basel. Heiko Vogel aufgebracht, holt sich nach Schlusspfiff ebenfalls Gelb-Rot. Der eine Punkt, er ist zu wenig für den FCB. Heiko Vogel, am Ende endet das Spiel 1:1. Ohne Drama geht's im Moment nicht. Wie können Sie jetzt mit diesem Resultat leben nach dieser Partie? Wir müssen leben, ja. Ganz analytisch an das Spiel heranzutreten, ist es einfach so, dass wir die Möglichkeiten, die uns zum zweiten Tor gegeben waren, nicht genutzt haben. Ja. Wir sind gut in die Partie gekommen, kriegen gleich eine Standardsituation, die von der Linie gekratzt worden ist, machen dann auch das 1:0 und haben auch die Möglichkeit, das zweite Tor zu machen, haben wir liegen lassen. Dann muss man zu Null spielen, das haben wir nicht geschafft, weil wir die Standard nicht wegverteidigt bekommen haben. Und am Ende müssen wir mit dem 1:1 leben. Ich kann ja nichts am Ergebnis machen. Ich frage, weil Sie 84 Minuten lang geführt haben. Am Ende war es sicher auch eine Frage der Kraft, stelle ich mir vor. Wie schwierig war es nach dieser Enttäuschung am Donnerstag? Es war ultra brutal. Alle haben mitgefiebert aus der Schweiz, das wegzustecken und dann halt über 90 Minuten die Konzentration hochzuhalten. Ich glaube, das kann keiner so richtig nachvollziehen, der nicht hautnah dabei gewesen ist. Ich fand das am Donnerstag die grausamste Art und Weise, aus diesem fantastischen Wettbewerb auszuscheiden. Ich habe die Mannschaft am Freitagmorgen erleben dürfen. Und dann, dass dann so ein Spiel wie heute dann noch möglich ist, muss ich sagen, ist phänomenal gut. Kann ich nur meinen Hut ziehen. Leider Gottes ist es Ligageschäft, leider Gottes wieder kein Sieg, denn die Punkte, die wir gebraucht hätten. Wir haben viele gesperrte Spieler gehabt, mussten viel umstellen, dann ist Daniel Doi noch ausgefallen. Das sind alles so Momente, wo von der Mannschaft viel Flexibilität auch verlangt wird. Und sie ist jung, sie ist entwicklungsfähig, macht das sehr, sehr gut, deswegen ziehe ich meinen Hut. Sie haben hohe Ansprüche an sich selber, an die Spieler natürlich, auch an die Schiedsrichter. Am Schluss ging es wieder hoch, zu und her, die Nerven waren angespannt, vielleicht überstrapaziert. Was ist da passiert? Ja, können Sie doch immer mal die Schiedsrichter fragen, holen Sie doch mal die vor die Kamera. Ja, dann können Sie mal zugeben, dass Sie permanent unsere Spieler beleidigen, mit einer suffisanten Arroganz da die Dinge leiten. Und ich habe zu ihm gesagt, ich bin froh, wenn ich dich nicht mehr sehen muss, wenn das ausreicht. Ja, ich habe ihn sehr theatralisch in Sion wahrgenommen, ein Spiel, das wir mal gewonnen haben, ja, wo er... Wenn er diese Bühne braucht, ich kann es ihm nicht helfen. Ich finde es ein bisschen schade. Muss mich aber natürlich im Griff haben. Gar kein Thema. Ich bin ein Vorbild oder sollte eins sein. Das war ich heute nicht. Insofern muss ich mich bei allen Zuschauern dann dafür entschuldigen. Aber ich finde diesen Schiedsrichter einfach vom Verhalten her, ja, finde ich, es gibt immer zwei Seiten. Und er ist der Einzige, der eine Karte hat. Stark, dass Sie dazu Stellung nehmen. Jetzt eine letzte Frage noch. Haben Sie sich schon über das Resultat in Zürich erkundigt? Nein. GC hat verloren. Das hilft wahrscheinlich ein bisschen über den Ärger hinweg, möglicherweise. Ich will eigentlich gar nicht auf andere Resultate hoffen müssen und schauen, sondern wir müssen auf uns schauen. Ich ärgere mich vielleicht, dass wir heute nicht das zweite Tor gemacht haben, was vielleicht zum Sieg gereicht hätte. Und ich glaube, dass wir gut beraten sind, den Fokus auf uns zu behalten und nicht auf andere Mannschaften.